Ach, das ist wie so oft. Man sitzt irgendwo rum, hört plötzlich im Hintergrund irgendeinen Song. Diesmal war das in Dubai. Da hatten wir eine Show über Ostern und saßen irgendwie abends zum Essen und da lief so Disco-Musik und dann unter anderem auch Shake Your Booty. Und da dachte ich so, das ist eigentlich ein tolles Lied. Das müssen wir gleich mal in Angriff nehmen. Naja, und dann haben wir uns da erst ziemlich einen bei abgebrochen, weil das natürlich für uns ungewohnt ist, so vom Beat her. Das ist ja eher Neuland. Ja, ja, so ein House-Groove und so Disco-House. Aber wir dachten, das wäre mal interessant, mal wieder was ganz Neues auszuprobieren. Gerade nach so einer langen Pause, irgendwie muss man ja seine Fans auch hin und wieder mal überraschen. Naja, und dann so nach 6 Wochen hatten wir dann das Ding endlich im Kasten. War natürlich super strange, in Japan aufzutreten, weil das da was ganz anderes ist, diese asiatische Kultur zu sehen. Da tanzen die wirklich in der Diskothek komplett gleich. Das ist wegen, wie früher Wakefield war. Die haben alle ihre Choreografie zu den einzelnen Titeln. Das war schon sehr, sehr anders als das, was man hier so in Europa kennt. Aber ansonsten so Favorites. Im Prinzip sind die Fans alle überall gleich gut drauf. Die Hände sind oben und das ist das, was Spaß macht und das ist das, worauf es ankommt. Also wir hatten jetzt gerade die Deutschland-Tour Anfang des Jahres und wollen jetzt eigentlich wieder mehr im Studio arbeiten. Das heißt, wenn wir jetzt das Album fertig haben, machen wir natürlich Promotion-Sachen, Festivals, noch einige Gigs im Ausland und dann werden wir wohl nächstes Jahr gleich weitermachen im Studio. Und die nächste Deutschland-Tour ist jetzt eigentlich für 2006 geplant. Ja, man lebt das ja auch, diese ganze Musik. Wir gehen selber auch feiern in diesem Bereich. Das heißt also, wenn wir nach einem Auftritt oder so, kommt es oft vor, dass man dann nochmal in eine Diskothek geht, wo eben diese Trance-Musik oder House oder irgendwas im Techno-Bereich läuft. Und das ist natürlich auch einfach, diese ganze Sache ist echt. Wir leben das, was wir machen und wir haben Spaß daran. Und insofern, glaube ich, motiviert man sich immer wieder durch dieses Lebensgefühl, Techno allgemein. Ja, im Grunde genommen ist es schon eine schöne Sache, also so eine Bestätigung einfach. Und lange Zeit war es ja so, dass man sich so ein bisschen geächtet vorkam, so nach dem Motto, alle anderen fanden da immer statt, nur Scooter nicht. Und das ist schon eine Genugtuung, wenn du dann so nach so vielen Jahren plötzlich die, dann hat man das Gefühl, so jetzt kommen die nicht mehr an einem vorbei. Also jetzt. Ja, das stimmt. Und da zahlt sich dann diese Hartnäckigkeit manchmal doch aus. Und klar, also da freut man sich natürlich umso mehr. Also zum Glück ist es so, dass wir jetzt, dieses Jahr ist heftig, da hatten wir Tour, Albumproduktion, volles Programm. Letztes Jahr war es ein bisschen entspannter, wenn man keine Tournee hat und dann ist auch mal so eine Zeit, wo man so ein paar Wochen einfach mal Urlaub machen kann oder so in den Tag reinlebt, das muss auch mal sein. Ja, und dann geht es irgendwann wieder los. Also irgendwann vermisst man auch den Stress und dann muss man wieder ran. Ja, das kribbelt in den Fingern. Ja. Lebensziele. Ui. Das ist ja ein abendfüllendes Thema. Ja. Im Grunde genommen war ja immer das Ziel, halt jetzt so mit Scooter den Durchbruch zu schaffen. Das war vor 10 Jahren. Und dann ist das Ziel, da irgendwie das zu halten. Dran zu bleiben und möglichst noch weitere Länder zu erobern. Was natürlich schön wäre Amerika. Das ist natürlich toll, wenn man sowas mal schafft, dass da auch publik zu sein und präsent zu sein. Das ist natürlich ein Ziel, wovon, glaube ich, jeder Musiker träumt.